Sie kennen sicherlich das Märchen der Gebrüder Grimm vom Rattenfänger von Hameln, der ja im 13. Jahrhundert nach Hameln kommt, den Bürgern verspricht, die Ratten aus dem Orte zu vertreiben, einen Lohn aushandelt, dann packt er seine Flöte aus, spielt schöne Musik, die Ratten folgen ihm, er beseitigt also diese Rattenplage, kommt zurück und die Einwohner von Hameln wollen nichts mehr von dem Lohn wissen, das man ihm versprochen hat. Dann kommt er nach einiger Zeit wieder, dieser Rattenfänger von Hameln, packt seine Flöte aus, die Kinder folgen ihm und verschwinden dann. Das ist sozusagen seine Rache gewesen an den wortbrüchigen Bürgern von Hameln. Jetzt haben wir vielleicht an den Finanzmärkten, naja, im Bild gesprochen, eine etwas ähnliche Situation. Wir haben nämlich eine Menge Rattenfänger an der Wall Street, die sagen, oh, der Boden ist erreicht, jetzt geht's nur noch bergauf, das ist jetzt alles überstanden, die Sache ist durch. Nur einer, der will in diesen Flötenklang nicht einstimmen, der Rattenfänger, das ist Warren Buffett. Und wir wollen uns mal anschauen, warum er vielleicht keine so schlechten Gründe hat, der Investment-Guru Buffett eben nicht einzusteigen. Da wollen wir uns mal thematisch jetzt Stück für Stück vorarbeiten. Warren Buffett hat ja am Wochenende so eine Art Aufzeichnung gemacht. Normalerweise pilgern die Leute ja nach Oklahoma, um seine Worten live zu lauschen. Das geht natürlich derzeit nicht. Jetzt ist eben interessant, dass Buffett sehr, sehr pessimistisch war für die amerikanische Wirtschaft und auch in dem Abschwung, in dem Crash nicht nachgekauft hat, nichts gekauft hat. Das ist ungewöhnlich für ihn. Normalerweise ist, wenn die Kurse deutlich gefallen sind, die Aktien damit billiger sind, Warren Buffett immer zur Stelle gewesen. Diesmal nicht, weil er gesagt hat, ich finde hier nichts, was von der Bewertung her in Ordnung wäre. Und Warren Buffett ist ja jemand, der eigentlich immer danach sucht, dass gute Unternehmen, Value praktisch mit günstigen Preisen versehen sind, die kann er derzeit nicht finden. Und okay, wenn wir uns mal die Performance zum Beispiel von Berkshire Hathaway anschauen, dann sehen wir, dass Buffett und die Seinen in letzter Zeit in Relation zum S&P nicht so wirklich gut abgeschnitten haben. Aber dennoch darf man einen Buffett nicht abschreiben. Er hat vielleicht valide Gründe, warum er jetzt nicht investiert. Die Rattenfänger selbst sehen das ein bisschen anders. Wir sehen zum Beispiel die Asset Manager, die Vermögensverwalter in den USA, die sind massiv eingestiegen. Die sind also auf der Long-Seite schon unterwegs. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt immer mehr Kommentare, wie hier von Morgan Stanley, dem Wealth Management Mike Wilson, der sagt, ja, die Lows sind da, die Tiefs sind erreicht, der Boden ist erreicht und es gibt ja so viel Cash da draußen, dementsprechend glaubt er nicht mehr, dass wir da zu den Tiefs, die wir im März gesehen haben, genauer gesagt am 23. März, dass wir da zurücklaufen werden. Andere Stimme, Tom Lee von Fundstrat, der allerdings ein Dauerbulle ist, man hat das Gefühl, wenn ihm da eine Atombombe auf den Kopf fällt, dann wäre der Mann immer noch bullisch. Aber sei es drum, jedenfalls sagt er, dass hier der Boden erreicht ist, wie so viele andere. Und die Retail-Investoren, die Privatinvestoren, die denken das auch. Die haben den ersten Teil der Rallye überhaupt nicht kapiert. Wie kann der Aktienmarkt nach oben gehen in einer Situation, wie die Wirtschaft kollabiert, ist natürlich auch schwer zu verstehen und nur zu erklären durch das Vertrauen der Märkte auf die Liquiditätseinspritzungen, vor allem der Fed. Aber die werden jetzt natürlich langsam unruhig. Es geht nach oben und die Lemminge sind also jetzt direkt auf dem Weg zur Klippe. Und die Flötenspieler wollen noch ein bisschen weitermachen, damit die Lemminge wirklich des Glaubens sind, dass hier der große Reibach zu holen ist, weil die Aktienmärkte jetzt steigen. Schauen wir uns mal noch an, dass auch die Hedgefonds beispielsweise extrem stark auf der Longseite bereits positioniert sind, so stark wie Anfang 2018 nicht mehr. Und da ging es ja dann auch ein bisschen schief. Im Januar 2018 nach Verabschiedung der Steuerreform durch Trump war es dann vorbei erstmal mit der Rallye. Dann kam ein herber Rücksetzer. Aber historisch gesehen ist es so, dass Bärenmärkte zu 60% wieder zurückfallen auf die Tiefs, die man beim ersten harten Abverkauf erreicht hat. Das gilt vor allem auch für den Bärenmarkt im Gefolge des Platzens der Dotcom-Blase und das gilt für den Bärenmarkt im Gefolge der Finanzkrise nach der Lehman-Pleite. Also die letzten beiden Bärenmärkte, da ist das passiert, dass die Kurse wieder auf die Tiefs zurückgefallen sind. Jetzt denken sich viele, nein, das kann nicht passieren, denn wir haben die Fed auf unserer Seite und wir haben doch jetzt schon die ersten Aufweichungen des Lockdowns. Da wird doch die Perspektive klar sein, dass das alles gut gehen muss. Ich will ein paar Argumente dagegen mal einlegen, warum es möglicherweise nicht weit her ist mit dieser Argumentation. Zunächst mal haben wir jetzt
eine Gratulation an die Fed zu richten, die es geschafft hat, die Marktkapitalisierung in Relation zum amerikanischen BIP wieder auf 138% zu heben. Wir waren in der absoluten Spitze, auf dem absoluten Hoch. Im Februar waren wir bei knapp über 150%. Das gemessen jetzt an den neuesten BIP-Zahlen, die wir ja gesehen haben aus dem ersten Quartal mit minus 4,8%, soweit ich weiß, oder minus 4,4% war das. Das zweite Quartal dürfte ein bisschen herber nach unten gehen. Dementsprechend wäre der Markt dann noch teurer, wäre also die Marktkapitalisierung in Relation zum BIP noch deutlich höher und wahrscheinlich auf Allzeithoch nach aktuellem Niveau. Hier sehen wir dann die Projections, wie man also glaubte, dass es mit den Bewertungen, mit den Earnings, mit den Gewinnen der Unternehmen weitergeht. Und wir sehen, da ist dann ab 2021 geht es steil nach oben und auf Höhen, die vorher nie gesehen waren. Wer es glaubte, wird ganz unmittelbar selig. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass diese Corona-Krise sich weiterschleifen wird, dass wir eine bleibende Arbeitslosigkeit haben, die letztendlich dafür sorgt, dass all das nicht passieren wird, all das nicht eintreffen wird, was hier eigentlich gesehen, was wir hier erwarten. Eigentlich, und das ist ein ziemlich logischer Punkt, wir hatten heute zum Beispiel die Exporte der USA und die machen in etwa 40% der Corporate Profits aus, also der Unternehmensgewinne. Und wir sehen, das sind die Exporte der USA im März, also schon ein bisschen her. Da war ja erst in der zweiten Hälfte der Lockdown. Wir sehen, wie stark die Importe, die Exporte hier geschrumpft sind. Das heißt, für die Unternehmen kommt das ganz dicke Ende jetzt eben erst im zweiten Quartal. So viel scheint klar. Wir hatten heute auch dann Einkaufsmanager-Indexe von Market, Dienstleistungen aus den USA mit 26,7 auf absolut historischem Tief. Der ISM-Index war besser heute. Das ist ja praktisch ein Einkaufsmanager-Index des Konkurrenzunternehmens ISM. Der war mit über 41 deutlich besser. Aber da waren es vor allem die längeren Lieferzeiten, die den Index nach oben gedrückt haben. Das ist sozusagen diese Komponente, die eigentlich darauf hindeutet, dass jetzt die Lieferketten, naja, zerstört sind. Aber früher, sozusagen vor Corona, war das positiv. Lange Lieferzeiten heißt große Nachfrage, so die Logik. Aber das ist de facto jetzt nicht mehr der Fall. Wenn wir also sehen, dass die Wirtschaft, dass das BIP nach unten geht und gleichzeitig sehen, dass sozusagen die Earnings, also die Gewinne, sich in der Fantasie der Investoren schon wieder erholen, dann passt das irgendwo nicht so ganz zusammen und es passt eben auch nicht die ganze, dass wir jetzt wahrscheinlich wieder vor einer Phase stehen, wo das sogenannte Accounting-Gimmick, also wo praktisch die kreative Buchführung, um es mal vorsichtig zu formulieren, für die man in anderen Ländern in den Knast gehen würde, die in den USA, aber gerade bei Firmen wie Tesla mit Non-Gap-Berichten, die teilweise vor Fantasie schon fast Künstlerniveau haben, dass also hier eigentlich immer solche Krisenszenarien, wie wir sie derzeit erleben, dieses Accounting-Gimmick ein bisschen auflösen. Das war in den vergangenen Krisen auch so und wird diesmal wahrscheinlich auch kommen. Insgesamt sehen wir, dass eben diese Fantasie in Wachstumswerte, so immens stark ist, Nasdaq hier in Relation zum Russell 2000 Value Market, also praktisch, das sind die Unternehmen, die ein bisschen konservativer sind. Der Russell 2000 besteht ja aus sehr, sehr vielen Unternehmen. Viele Finanzunternehmen sind da drin. Viel Nicht-Value ist da auch drin, viel Junk ist da auch drin, aber eben auch Value. Und wir sehen, dass das absolut parabolisch hier nach oben geht, dass also die Tech-Werte nach wie vor praktisch hier extremst als sicherer Hafen wahrgenommen werden, der sie wahrscheinlich nicht sind. Anderes Thema, kommen wir zur Euro-Krise, die jetzt wieder ein bisschen der Fall ist, nachdem das deutsche Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, in Teilen ist diese ganze Geschichte mit den Anleihekaufprogrammen der EZB verfassungswidrig. Man muss jetzt in 3 Monaten nacharbeiten, muss zeigen, dass das alles ja angeblich nötig gewesen sei. Und das Problem ist, wenn dieser Nachweis nicht gelänge, dann muss die Bundesbank ausscheiden aus diesem Prozess und ohne die Bundesbank kann man die ganze Veranstaltung eigentlich gleich lassen, denn die deutschen Anleihen sind ja der größte Teil dieses Anleihekaufprogramms, zumindest vom Kapitalschlüssel her, also von der Verteilungsmechanik her. Allerdings hat die EZB eben deutlich weniger deutsche Anleihen gekauft, vielmehr, wie ich schon kürzlich zeigte, spanische, italienische, französische. Man hat also die Europeripherie gestützt. Wir sehen, dass dann die Märkte durchaus reagiert haben, die Anleihenmärkte, die 10-jährige italienische Anleihe BTP ist dann deutlich, hat sich deutlich abgesetzt, was die Risikoprämien betrifft, auf 237 Basispunkte, also 2,5
3,7% gegenüber der deutschen 10-jährigen Anleihe. Wir sehen also, dass da Risikoaversion reingekommen ist. Risikoaufschläge jetzt wieder bezahlt werden müssen durch Italien. Das wird also für die Italiener doch relativ teuer. Und hier nochmal das, was ich heute Morgen schon gezeigt habe. Das steht für Deutschland auf dem Spiel. Haftung für dieses PSPP-Programm und das neue PEP-Programm, Pandemie. Kaufprogramm 251 Milliarden Euro knapp und für die Anleihekäufe von Privatfirmen, da stehen 137 Milliarden. Also insgesamt ist Deutschland hier mit 388 Milliarden Euro im Feuer. Und das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur die EZB ein bisschen abgewatscht, sondern auch den Bundestag und den Bundesrat. Die hätten ein bisschen gepennt, so der Vorwurf. Andreas Steno Larsen aus Dänemark, aus einem skandinavischen Land, also sagt, okay, wenn die Deutschen wollen, dass der Euro bestehen bleibt, dann müssen sie das Spiel eben mitspielen. Die Alternative ist, wenn sie das Spiel nicht mitspielen, dann wird der Euro verschwinden, wird also nicht mehr tragfähig sein. Und de facto, so sagt Steno Larsen, ist es doch so, dass die EZB den Kapitalschlüssel schon lange verletzt hat. Es hat nur keinen interessiert, keiner hat was dagegen gesagt. Aber das könnte jetzt eben anders werden und das ist ein gewisses Risiko, das man im Hinterkopf behalten sollte. Nochmal anderes Thema, das letzte diesmal. Trump hat sich heute geäußert, wieder ein bisschen gegen China geschossen. Fauci, der führende Mann sozusagen an der Seite der Regierung in Sachen Corona-Krise, soll jetzt vor dem Senat aussagen, wie es denn ausschaut mit diesem Virus. Ob die Chinesen damit was zu tun haben, ob sie schuldig sind oder nicht, ob sie Reparationen bezahlen müssen oder nicht, das dürfte eines der großen Themen von Trump sein. Er will Reparationen von China, er wird die Zölle wahrscheinlich anheben, er wird damit seiner Basis suggerieren, ja, pass auf, ich bin nicht schuld an dieser Geschichte, ich tue alles, um euch hier zu retten aus dieser blöden Geschichte. Und wir sehen, dass die Amerikaner gerade im medizinischen Sektor, im Medikamentensektor eben hochgradig abhängig sind von China, Ibuprofen, kennt vielleicht der eine oder andere von Ihnen, 95% Import aus China. Wir haben Vitamin C, 90% aus China, Antibiotika zu 80% aus China importiert, Penicillin zu 45% etc. etc. Also da müssen sich die Amerikaner was einfallen lassen. Das werden sie jetzt gemerkt haben in der Corona-Krise, dass sie da diese Geschichten selber herstellen müssen. Das gilt für Europa, genauso gilt für Deutschland. Natürlich genauso. Abschließend noch ein Blick auf die Charts von Kapital.com. Wir sind bei 2829. Wir sehen, es geht also seit einiger Zeit so ein bisschen nach oben. Die Flöten klingen mit wunderbarer Musik und die Lemminge bewegen sich zur Flöte und gehen in Richtung Klippe. So zumindest meine Definition, meine Interpretation dieser Dinge. Ich glaube nicht, dass sozusagen das alte Spiel wieder weitergeht. Das ist die Illusion, die man sich jetzt macht. Jetzt wollen ein paar Dickfische noch aussteigen, wollen die Märkte noch nach oben zocken im Prinzip, damit dann die Privatinvestoren sagen, Mensch, jetzt muss ich aber rein. Und dann lädt man also sozusagen seine Altpositionen ab, die man im Crash nicht hat abladen können, weil das zu schnell ging. Die wird man dann an die geschätzten Privatinvestoren wieder veräußern. Schauen wir uns den DAX an, aktuell knapp unter der 10.700er Marke, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sind Gold bei 1.701, waren wir heute Vormittag, heute früh auch schon, als ich das Video gemacht habe. Und wir sehen, Öl geht nach oben und auch das wird nicht nachhaltig sein. Wir werden dann, vor allem wenn der Juni-Kontrakt ausläuft im Öl, das ist noch im Mai der Fall, werden wir wieder Panik sehen, weil es eben dann wieder das Problem gibt, wo soll das Zeug gelagert werden? Und wenn ich auf der Future-Seite long bin, dann muss ich sozusagen das Öl in Empfang nehmen und muss es irgendwo lagern. Und genau das wird dann wahrscheinlich einen ähnlichen Mechanismus wieder hervorrufen. Ich spreche, wie gesagt, von dem Juni-Kontrakt. Es gibt ja dann Juli-Kontrakt, August-Kontrakt etc. Und wenn Sie Öl vielleicht auf CFD-Basis handeln, dann sehen Sie meistens ja den Cash-Kurs, also praktisch den zusammengewürfelten Kurs aus verschiedenen Futures. Sei es drum, das ist sozusagen meine Einschätzung der Dinge. Heißt nicht, dass Sie sofort short gehen sollen, heißt nicht, dass sozusagen jetzt in der nächsten Minute die Geschichte nach unten geht. Insgesamt ist es so, dass ich mich eher als Chronist der Zeit verstehe, nicht als Anlageberater, der Ihnen sagt, gehen Sie long oder gehen Sie short. Ich treffe subjektiv eine Auswahl, das geht gar nicht anders, von Dingen, die ich für relevant und interessant halte. Und das ist nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Handlungsempfehlungen oder gar mit einer Anlageberatung. Das sei einfach nochmal klargestellt, weil da immer wieder Missverständnisse auftauchen. Die wollte ich schon mal klären. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.
Ich gehe jetzt gleich zur Elbe und freue mich schon, mit dem Bayerischen Bier zu gucken, ob der Schiffsverkehr sich wieder ein bisschen erholt hat. Und ich werde Ihnen dann vielleicht morgen darüber berichten. Bis dann, Servus und Ciao.